Alors. Є старішим, такий старішим авторитаризм, який пронизує абсолютно все. Вони просто, вони все прибирають і все це повністю розвалюється. Die Ukraine, Serbien, Georgien. Dreimal hat das Volk die amtierenden Machthaber gestürzt. Trotz aller nationalen Unterschiede, das Szenario ist fast immer das gleiche. Eine manipulierte Wahl, das Volk geht auf die Straße und das Regime dankt nahezu widerstandslos ab. Ist die Sache wirklich so einfach? Wenn man das auf CNN sieht, könnte man glauben, es reicht, ein paar hunderttausend Menschen zusammenzutrommeln und bumm, fertig ist die Revolution. Unsinn. In Wahrheit läuft das ganz anders. Tatsächlich entwickelt sich der Volksaufstand, den wir dann in den Nachrichten sehen, alles andere als spontan. Im Gegenteil. Er wurde monatelang von einigen handverlesenen Aktivisten vorbereitet. Immer nach dem gleichen Muster. Den Auftakt zu diesem Revolutionsreigen macht Serbien im Jahr 2000, als eine studentische Protestbewegung namens Otpor die Massen gegen Slobodan Milosevic aufbringt. 2003 folgt die sogenannte Samtene Revolution in Georgien. Durch Massendemonstrationen gelingt es der Studenten- und Jugendorganisation Kmara, Präsident Eduard Shevardnadze zunächst aus dem Parlamentsgebäude und anschließend aus dem Amt zu vertreiben. Auch diesmal vollzieht sich der Machtwechsel ohne Gewalt und Blutvergießen. Ein Jahr später ist die Ukraine an der Reihe. Im Frühjahr 2004 starten Jugendliche eine landesweite Protestbewegung. Im November schon trägt die Orangene Revolution ihren Sieg davon. Und jedes Mal, so scheint es, kennt die Revolution nur eine einzige Waffe. Eine friedliche Masse, die in der Hauptstadt gegen das Regime demonstriert. Der entscheidende Faktor damals war die sogenannte kritische Masse. In Georgien waren das 125.000 Menschen. Kritische Masse bedeutet, dass im Grunde das gesamte Land hinter der Bewegung steht. Und dass es einer Selbstzerstörung gleichkäme, gegen eine so große Zahl entschlossener Menschen vorzugehen. Und das war unsere Waffe. Eine Art gewaltfreie Waffe. Eine neue Form der Revolution, die erst nach dem Fall der Berliner Mauer möglich wurde, als sich die Diktaturen Osteuropas einen demokratischen Anstrich gaben. In diesen Ländern gibt es durchaus freie und unabhängige Medien, solange die Auflage einer solchen Zeitung gering oder der Einfluss eines Radiosenders gleich null ist. Man kann sogar eine Partei gründen, solange sie nicht über 10% hinauskommt. Das ist eine falsche und kontrollierte Demokratie. Ich nenne es eine Demokratur, also eine Diktatur, die im Gewand einer Demokratie daherkommt. Diese Demokraturen gediehen prächtig, bis die Nachgeborenen des Kalten Kriegs allmählich erwachsen wurden. Für diese junge Generation kam ein Aufstand wie die Oktoberrevolution nicht mehr in Frage. Ihr Credo, ein Volksaufstand ohne Gewalt. Für eine erfolgreiche friedliche Revolution müssen drei Voraussetzungen gegeben sein. Erstens Geschlossenheit. Die Geschlossenheit aller beteiligten Parteien und Organisationen im Kampf gegen den Diktator oder das korrupte Regime.
Zweitens, kompletter Gewaltverzicht, um den Polizeikräften zu signalisieren, dass sie nichts zu befürchten haben, dass der Protest allein dem Diktator gilt. Das macht es für viele leichter, die Seiten zu wechseln. Und drittens natürlich eine gute Strategie. Eine gute Strategie beinhaltet eine minutiöse Planung der Revolte, die, um wie ein Überraschungscoup zu wirken, Monate im Voraus organisiert werden muss. In jedem dieser Länder sind die Jugendlichen nach der gleichen Methode vorgegangen. Erster Schritt, eine Jugendbewegung gründen und sie bekannt machen. 1998 lebt Serbien seit einem Jahrzehnt unter der Gewaltherrschaft von Slobodan Milosevic. Nach 6 Jahren Bruderkrieg liegt die Wirtschaft des Landes am Boden und die internationale Gemeinschaft verweigert jegliche Hilfe, solange das alte Regime an der Macht ist. Erster Protest regt sich an den Universitäten. Zusammen mit Freunden beschließt der Biologiestudent und langjährige Milosevic-Gegner Sredja Popovic aktiv zu werden. Sie beginnen damit, die Oppositionellen an einen Tisch zu bringen. Die Situation war zum Verzweifeln und wir versuchten erstmal, all die kleinen Inseln des Widerstands in der Uni und den Medien aufzuspüren und zu vernetzen, um gegen die staatliche Einnahme anzukämpfen. Die geballte Faust wurde zu unserem Symbol. Sie bedeutet, vereinigt euch und leistet gemeinsam Widerstand. Sredja und seine Freunde kennen die Theorie der friedlichen Revolution. Man gründe eine Jugendbewegung und gebe ihr ein einfaches Erkennungszeichen. In diesem Fall die geballte Faust. Außerdem wähle man einen Namen, der leicht zu merken ist. Otpor, das serbische Wort für Widerstand. Modernes Marketing im Dienste der Revolution. Der Name muss kurz und prägnant sein. Das sind die Marketinggesetze für Nichtregierungsorganisationen. Wenn du eine revolutionäre Vereinigung gründen willst, musst du einen Namen wählen, der das Wesen dieser Vereinigung widerspiegelt. Mit einem Namen wie Otpor wird unmissverständlich klar, dass es sich hier nicht um einen Gemüsezüchterverein handelt. Marketing bleibt das Zauberwort. Otpor muss sich auf dem politischen Markt als Bewegung und nicht als Partei positionieren. Zur Gründungsversammlung werden die Oppositionsführer eingeladen, darunter Zoran Djindjic, der spätere Ministerpräsident, und Milan Protic, heute Bürgermeister von Belgrad. Doch die Politiker stehen nicht in der ersten Reihe. Uns war klar, dass sie Erfolg haben würden. Denn junge Anführer und Studenten kommen immer gut an. Außerdem war Otpor keine politische Partei und somit über alle Machtambitionen erhaben. Es war abzusehen, dass sie jede Menge Unterstützung im Land finden würden. Daher war die Opposition geradezu gezwungen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Anhänger von Otpor waren am Ruder, nicht etwa die Oppositionsführer. Denn die Jugendlichen hatten nichts zu verlieren. Samim tim što smo postali najproganjanija politička grupacija u Srbiji, samim tim te sile priznale su da je otpor i sam postao sila. Ivan Marović, aktivist der ersten Stunde, versteht sich auf eine gute Inszenierung. Er will zeigen, dass Otpor die gesamte Jugend hinter sich hat. Eine Doppelstrategie, um die eigenen Truppen zu mobilisieren und die zersplitterte Opposition unter Druck zu setzen. Sie sollten sich mit uns zusammentun. Wir sagten uns, eine andere Opposition haben wir nicht, auch wenn sie nichts taugt. Wir müssen mit ihr leben. Um das Problem kümmern wir uns, sobald wir Milosevic los sind. Otpor schlägt ein wie eine Bombe. Immer mehr Jugendliche treten der Organisation bei. Doch die Bewegung ist und bleibt illegal und ihre Anhänger werden von der Polizei verfolgt. Daher ist es wichtig, dass die Neulinge lernen, ihre Angst zu beherrschen und mit Repressalien umzugehen. One of the worst sounds in the world.
Eines der fiesesten Geräusche der Welt ist das Schlagen der Polizeiknüppel gegen die Schilde, kurz vor dem Eingreifen. Wie soll man seine Leute da bei der Stange halten? Sie wissen, warum sie da sind und was sie erwartet. Man lässt die Demonstranten in der ersten Reihe Transparente tragen, damit der Gegner nicht zu sehen ist. Und man lässt die Trommler einen Rhythmus spielen. Das ist eine uralte Regel. Im Takt der Trommeln marschieren die Menschen tapfer voran. Außerdem können sie so den Feind nicht hören. Wenn sie Panik bekommen, lässt du sie enger zusammenrücken. Schließlich stammt der Mensch vom Affen ab und fühlt sich in der Gruppe sicherer. Wenn sie einander spüren, haben sie weniger Angst. Und sie können nicht so leicht davonlaufen. Das Wichtigste war sicherzustellen, dass eine verhaftete Person sich zu keiner Zeit im Stich gelassen fühlen würde. Die Anführer von Otpor versuchen also, ihre Anhänger auf die Konfrontation mit der Polizei und eine mögliche Verhaftung gut vorzubereiten. Sie werden euch verhören und sie werden euch drei Fragen stellen. Erstens, wer sind die Anführer von Otpor? Zweitens, wie ist Otpor organisiert? Drittens, wer finanziert Otpor? Und hier sind die Antworten. Wir haben 100.000 Flugblätter mit diesen Antworten verteilt. Jeder wusste Bescheid. Was passiert also? Du gehst zur Demo, wirst verhaftet, sie nehmen dir den Ausweis ab und stecken dich in eine Zelle. Dann holen sie dich zum Verhör. Und wenn der Polizeichef fragt, wer der Anführer von Otpor ist, fängst du an zu lachen. Du hast keine Angst, du kennst die Antwort. Am Ende des Frühjahrs 2000 zählt Otpor mehr als 70.000 Mitglieder und ist damit stärker als sämtliche Oppositionsparteien. Der Erfolg von Otpor wirkt ansteckend. Nach Serbien keimt der revolutionäre Samen auch in Georgien. Im Jahre 2003 steht die einst reichste Republik der Sowjetunion vor dem Ruin. Die Industrie ist zusammengebrochen, die Korruption allgegenwärtig und keinerlei Änderung der Lage in Sicht. Anfang 2003 gründet eine Handvoll georgischer Studenten nach eingehender Beratung durch Otpor die Bewegung Kmara, auf Deutsch Genug. Unter ihnen ist Ketu Kobiaschwili, eine 22-jährige Politikstudentin. Dies hier war das erste Büro von Kmara. Wir waren 12 junge Leute, die sich hier trafen, diskutierten und Transparente malten. Die ersten waren noch schwarz-weiß, reine Handarbeit. Das ist der Slogan der serbischen Revolution. Heute ist das alles Geschichte. Was bleibt, sind die Erinnerungen. Trotz ihrer geringen Zahl gelingt es den Aktivisten, im ganzen Land von sich reden zu machen. Am Anfang war es wichtig zu bluffen. Wir hatten verschiedene Methoden, um weitaus größer zu erscheinen, als wir waren. Einmal zogen 20 von uns nachts mit Farbe und Pinsel los. Spraydosen konnten wir uns nicht leisten. Und schrieben 10.000 Mal Kmara an die Wände. Wir waren in der Region Kakhetia unterwegs, wo wir uns mit ein paar Jugendlichen trafen. Doch diese Jugendlichen waren völlig unerfahren. Sie hatten keine Ahnung, was sie wie tun sollten. Um 3 Uhr morgens kamen Polizisten und wollten unsere Personalien überprüfen. Sie kippten uns Farbe über den Kopf und drohten damit, uns festzunehmen.
Doch es gelang uns, telefonisch in Tbilisi Verstärkung anzufordern. Am Ende bekamen die Polizisten ihr Fett weg. Es gelang uns, in die lokale Polizeibehörde einzudringen und überall Khmara-Text zu sprühen. An die Wände, auf den Boden und auf ihre Autos. Die armen Polizisten gingen in Deckung. Sie waren völlig machtlos. Zum ersten Mal fordern die Studenten die Ordnungskräfte heraus. Die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Das Regime reagierte prompt. Regierungsbeamte ließen Erklärungen verlauten mit dem Tenor, es gibt eine neue Bewegung, die sich Khmara nennt und die von den Russen und von den Moskauer Geheimdiensten finanziert wird. Das war absolut lächerlich. Lächerlich, keine Frage, aber sehr werbewirksam. Die Machthaber selbst küren eine Handvoll Studenten zum ernsthaften Gegner. Der Bluff hat funktioniert. Khmara ist in aller Munde. Revolution Nummer 3, die Ukraine. Auch hier herrschen seit Jahrzehnten die gleichen mafiosen Machtstrukturen. Grassiert die gleiche Korruption. Doch eines unterscheidet die Ukraine von ihren Nachbarn. Der Traum von einer baldigen EU-Mitgliedschaft. In der Hoffnung, etwas verändern zu können, beschließen die Jugendlichen, ihre eigene Bewegung zu gründen. Doch bevor sie damit in die Öffentlichkeit gehen, führen sie eine Marketingstudie durch. Bei jedem Treffen mit anderen Aktivisten fragten wir in die Runde, wenn wir auch eine Organisation wie OTPO gründen, wie sollte sie dann heißen? Alle Vorschläge wurden gesammelt und dann musste unsere Testgruppe entscheiden, welcher Name sich am besten eignet. Schließlich entscheiden sie sich für den kurzen dynamischen Namen Pora. Eine der ersten, die der Bewegung beitreten, ist Anastasia Bezwerka, die spätere Pressesprecherin von Pora. Pora bedeutet so viel wie es wird Zeit. Es ist eine Art Appell an alle. Es ist Zeit zu handeln, es ist Zeit zu kämpfen, es ist Zeit, dass die Jugend aktiv wird. Es ist Zeit, etwas in deinem Land zu verändern. Anfangs scheuen die Studenten noch die große Öffentlichkeit. Um das Terrain zu sondieren, beginnen sie mit einer eher harmlosen Testaktion, die heute jedoch wie die Generalprobe der Orangenen Revolution anmutet. Die Operation läuft im April 2004. Die Bewohner einer kleinen Stadt im Westen des Landes sind zum Urnengang aufgerufen, um ihren Bürgermeister zu wählen. Die regierende Partei hat sich vorgenommen, ihren Kandidaten um jeden Preis durchzudrücken. Da tauchen Pora-Aktivisten in gelben T-Shirts, dem neuen Erkennungszeichen der Gruppe, in den Wahllokalen auf. Genau wie ihre Vorbilder werfen sie den Verantwortlichen Wahlbetrug vor. Das schmeckt gewissen Leuten gar nicht. Die Situation spitzt sich zu, als die Mitglieder von Pora versuchen, den Wahlbetrug auffliegen zu lassen. Sie werden mit Gewalt aus den Wahllokalen entfernt. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Dieser zunächst unbedeutende Zwischenfall löst einen landesweiten Skandal aus. Die Oppositionsführer eilen zur Unterstützung herbei. Die Wahl wird annulliert. Das hat es in der Ukraine noch nie gegeben. In 8 Monaten wird Pora die Aktion im großen Stil wiederholen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Denn ohne Geld geht gar nichts, sagt das Revolutionshandbuch. Zeit für den zweiten Schritt. Die Finanzierung sichern.
Einzige Lösung, Geld von westlichen Stiftungen. Im Dezember 2005 treffen sich mehrere solcher Stiftungen in Kiew, um ihre Unterstützung der Demokratiebewegungen in den ehemaligen Sowjetstaaten zu koordinieren. Eine der Schlüsselfiguren ist der ehemalige slowakische Außenminister Pavol Demeš. Als einer der Direktoren des German Marshall Fund, einer amerikanischen Stiftung, hat er nahezu alle friedlichen Revolutionen in Osteuropa finanziell unterstützt. Man darf sich nicht vorstellen, dass die Geldgeber ins Land kommen und jemanden in einer Bar oder auf der Straße ansprechen, ihm Geld geben und sagen, unternehm was, wir hätten gern eine demokratische Revolution in diesem Land. Das wäre zu einfach. Private Spendengelder und staatliche Förderung zusammengerechnet, geben die Amerikaner jedes Jahr mehrere Millionen Dollar für eine Sache aus, die sie als Demokratieförderung bezeichnen. Kein Wunder, dass der am meisten hofierte Mann bei dieser Konferenz ein Amerikaner ist. Bruce Jackson ist Präsident einer Stiftung in Washington und betreibt Lobbyarbeit für die Demokratien im Übergang. Wir leisten einen politischen Bildungsbeitrag. Ich sage es nicht gern, aber unsere Politiker sind zum Teil sehr schlecht informiert. Der erste Senator, mit dem ich über die NATO sprach, sagte zu mir, Sie haben eine volle Unterstützung, aber wer ist noch gleich in der NATO? Er hatte keine Ahnung. Wenn also ein Regierungschef, ein Freiheitskämpfer oder ein Philosoph bei uns zu Gast ist, richten wir ein Abendessen mit Journalisten, Senats- und Regierungsmitgliedern für ihn aus. Da sollen alle dabei sein. Die Anführer der Demokratiebewegungen müssen lernen, Förderanträge zu stellen. Sie können nicht einfach sagen, gebt uns Geld, wir werden es sinnvoll verwenden. Nein, so läuft das nicht. Jeder Geldgeber, sei es eine private Stiftung, eine Botschaft oder die EU, hat sehr strenge und völlig unterschiedliche Richtlinien und Verordnungen. Dafür hatten wir unser Koordinationszentrum in Kiew, eine Arbeitsgruppe, der auch ich angehörte. Wir schrieben Unmengen von Förderanträgen und nur ein Bruchteil davon war erfolgreich. Doch wir machten weiter, denn die Finanzierung war das A und O. Anastasia und ihre Freunde halten sich streng an die bewährte Methode und bald gehen die ersten Schecks bei ihnen ein. Wir organisierten Konzerte für junge Leute, verteilten Flugblätter und Infomaterial. Wir bauten ein regionales Netzwerk auf. All diese Anschubaktivitäten wurden mit Fördergeldern finanziert. Namentlich vom German Marshall Fund, von Freedom House und einigen anderen Institutionen. Als wir erfuhren, dass die britische Westminster-Stiftung zur Unterstützung der Demokratieförderung eine Bildungskampagne in der Ukraine plante, haben wir sofort ein Projekt in die Wege geleitet. Es beinhaltete unter anderem, dass serbische und weißrussische Spezialisten hier Schulungen zum Thema Staatsbürgerkunde durchführten. In Wirklichkeit sollten sie natürlich keine abstrakte Theorie liefern, sondern praktische Ratschläge und neue Motivation für unseren Kampf. Oleksiy Tolkatschew und seine Freunde erhalten mehrere tausend Dollar. Mit diesem Geld organisieren sie überall im Land geheime Seminare. Trotz des Risikos haben sie ihre erste Sitzung auf Video aufgezeichnet. Diese Bilder wurden lange Zeit unter Verschluss gehalten. Es folgt der dritte Schritt der Methode, die Ausbildung von Aktivisten. Im Frühjahr 2004 organisiert Pora rund ein Dutzend Seminare und lehrt die Jugendlichen das Einmaleins der friedlichen Revolution. Im Endeffekt sahen diese Seminare so aus, dass Serben und Weißrussen uns einfach ihre Erfahrungen schilderten. Svaki dan unutar kampanje da bude popunjen. Пресова служба одразу читає інформацію на веб-сайт, коли це потрібно, інформує средства масової інформації. По тим списку, який я показую.
Auf Grundlage der serbischen und weißrussischen Berichte konnten wir unsere Strategie für die Ukraine entwickeln. Nach 2 oder 3 Tagen Intensivkurs in Sachen Revolution erhalten die jungen Aktivisten einen präzisen Aktionsplan und eine Mission, den Aufbau lokaler Pora-Einheiten. Schulungen zu organisieren ist jedoch oft zu teuer oder zu gefährlich. In diesem Fall kann das Internationale Zentrum für gewaltfreie Konflikte helfen, das von einem reichen amerikanischen Geschäftsmann gegründet wurde. Wir entwickeln Strategien und Materialien zur gewaltfreien Lösung nationaler Konflikte, die von jeder Bewegung angewendet werden können. Wir helfen den Menschen, selbst herauszufinden, was sie in ihrem Land tun müssen, um Konflikte gewaltfrei zu bewältigen. Eckermann ist überzeugt, dass sein Ansatz weltweit funktioniert. Um aus jungen Menschen Revolutionäre zu machen, hat er sich vom Pentagon inspirieren lassen, das bei der Ausbildung von Soldaten interaktive Videospiele einsetzt. Im Frühjahr 2006 hat Eckermann sein eigenes Spiel herausgebracht. Wir haben unseren Freund Ivan Marovic hinzugezogen, weil er ein alter Hase auf dem Gebiet ist und zudem ein kluger Kopf. Er sollte eine benutzerfreundliche Software entwickeln und dabei seine Erfahrung aus der aktiven Zeit bei OTPO einfließen lassen. Herausgekommen ist ein Computerspiel, das in vielen Ländern eingesetzt werden kann. Sie haben mich geholt, weil ich ein Computerfreak bin und weil ich Erfahrung im gewaltfreien Widerstand habe. Ich sollte ein Spiel entwickeln, bei dem die Spieler ihre Strategie, nachdem sie auf dem Computer erprobt wurde, auch in der Realität anwenden können. Wenn der Spieler zum Beispiel neue Mitglieder für seine Bewegung gewinnen will, schlägt ihm das Spiel vor, ein Rockkonzert zu organisieren. Ein tolles Konzert macht den Leuten Mut, sich gegen Unterdrückung aufzulehnen. Menge löst sich friedlich auf, ihre Begeisterung ist neu entflammt. Das hier ist eine Version, in der es darum geht, einen Diktator zu stürzen, der seit 20 Jahren an der Macht ist. In einer anderen Version muss man die Rechte der Frauen verteidigen. Die Spieler können ihre eigenen Szenarien schaffen, Karten real existierender Länder einfügen, die Fotos von Politikern herunterladen und das Ganze ins Netz stellen. Welche Folgen das haben wird, ist nicht absehbar. Das Internet ist ein unkontrollierbarer Raum. Aber die wahre Revolution ist echt, nicht bloß virtuell. Nach Planspielen und Testläufen ist es an der Zeit für Schritt 4. Das Regime bloßstellen und lächerlich machen. Ein Schritt, der viel Mut und reichlich Fantasie erfordert. Alles hängt jetzt von den Jugendlichen ab, denn sie allein sind in der Lage, die Gesellschaft aufzurütteln. Die Polizei kontrollierte die Lieferungen an unsere Büros und beschlagnahmte unser Material, damit wir keine T-Shirts oder Flugblätter verteilen konnten. Irgendwann reichte es uns. Wir beschlossen, ihnen eine Falle zu stellen. Wir ließen durchsickern, dass wir eine neue Lieferung erwarteten. Unsere Leute schleppten also ein Dutzend leere Kartons an und taten dabei so, als wären sie voll. Als die Polizisten feststellten, dass die Kartons leer waren, fühlten sie sich von uns gedemütigt. Dabei hatten sie keine Chance. Wir hatten sie in eine Zwickmühle gebracht. Wenn sie die Kartons nicht überprüft hätten, hätten wir überall verkündet, dass wir unser Material ungehindert ausliefern konnten. Also haben sie uns kontrolliert und sich dabei lächerlich gemacht. Das war ein ganz wichtiger Punkt, zu zeigen, dass unsere Politik cool war, um nicht zu sagen sexy. Denn die wenigsten Jugendlichen interessierten sich damals wirklich für Politik, sondern mehr für Mode und Lifestyle. Deshalb mussten wir aus der Revolution einen Lifestyle machen. Thing. I want some light. No
easy to follow in the darkness. All right? Ins Fernsehen zu kommen ist gar nicht so leicht. Man muss die Medien benutzen, manchmal sogar manipulieren. Ein Spiel, das man in Georgien meisterlich beherrscht. Unsere Aktionen waren immer von langer Hand geplant und bewusst in Szene gesetzt. Wir machten es den Journalisten so einfach wie möglich. Die Aktionen mussten visuell stark sein, also gute Fotos und Aufnahmen hergeben. Kmara nutzt eine offizielle Veranstaltung in der Hauptstadt, um als Aufmacher in die Abendnachrichten zu kommen. Die Aktivisten hatten erfahren, dass Präsident Shevardnadze an einer Zeremonie teilnehmen würde. Es war im September und uns gingen langsam die Ideen aus. Wir wussten nicht recht, wie wir weiter vorgehen sollten. Es war eine entscheidende Phase, nur noch 2 Monate bis zur Wahl. Da dachte ich, warum nicht einfach auch zu der Veranstaltung gehen? Gesagt, getan. Alles verlief ruhig, bis die Polizei kam und auf uns einschlug. Das Fernsehen brachte dann nur diese eine Szene. Die eigentliche Feier war unwichtig geworden. Mit solchen Ideen brachte sich Kmara immer wieder in die Schlagzeilen. 3 Monate lang waren wir in aller Munde. Um jeden Preis in den Schlagzeilen bleiben. Dafür hält das Revolutionshandbuch eine ganze Palette von Maßnahmen bereit. So kann man beispielsweise Stars einsetzen, um die breite Masse zu mobilisieren. Wie hier in Belgrad, wo serbische Profifußballer ein Benefizspiel zugunsten von Otpor austragen. Eine andere Taktik sind Flashmobs, scheinbar spontane Menschenaufläufe, spektakuläre Aktionen, die kaum eine Viertelstunde dauern. In Georgien legen sich Kmara-Aktivisten in einer Sommernacht mitten auf die Paradestraße der Hauptstadt, um die Korruption anzuprangern. Ein nicht enden wollendes Straßentheater. Ständig neue Einfälle und immer derselbe Slogan. Der Diktator muss gehen. Jetzt heißt es bloß nicht locker lassen. Durchhalten bis zum Tag X, dem Wahltag. Ona ima odličan program koji pouzdano, sigurno i nepovratno skida ovu i slične mrlje. Dozvolite mi. Vidite, deluje. Probajte i uverite se sami. Demonstracija novog programa glasačke mašine 24. septembra širom zemlje. Konačno, gotov je. Wir haben vor allem versucht, die klassischen Nichtwähler auf unsere Seite zu ziehen. Menschen, die von der Politik enttäuscht waren, die jeder politischen Partei misstrauten. Und genau da setzte Otpar an, mit einer großartigen Kampagne, die letztlich die Leute an die Urnen geholt hat, mit dem Slogan, kommt wählen. Der vorletzte Schritt, der alles entscheidende Tag. Jetzt müssen noch einmal alle Register gezogen werden, damit genügend Menschen zur Wahl gehen und gegen das Regime stimmen. Am 24. September 2000, dem Wahltag in Serbien, haben 40.000 Menschen dieselbe SMS erhalten. Es ist soweit, heute ist der Tag, an dem er stürzt. Wenn ich mich richtig erinnere, lag die Wahlbeteiligung im September 2000 bei etwa 70%, was für Serbien eine unglaublich hohe Zahl ist. Das Milosevic-Regime fälscht auch diesmal das Ergebnis,
Aber die jungen Revolutionäre wollen den Betrug beweisen. Die Mitglieder von Otpor verteilen sich auf die Wahllokale. Wir nannten sie die Hüter des Sieges. Sie hatten genaue Anweisungen, wie sie sich verhalten sollten. Sie gingen nicht einmal auf die Toilette, ohne dass ein Mitstreiter für sie einsprang. Sie nahmen nichts zu essen oder zu trinken an, aus Angst, sie könnten unter Drogen gesetzt werden. In der Ukraine riskieren die Leute von Pora ihr Leben, um die Wahlfälschungen an die Öffentlichkeit zu bringen. Sie legen sich vor die Busse, mit denen bestochene Wähler von Wahllokal zu Wahllokal fahren. Bei diesem Klassiker des Wahlbetrugs, auch Karussell genannt, wird mit präparierten Stimmzetteln kurzerhand mehrfach gewählt. Am Abend melden unabhängige Beobachter den Sieg des Oppositionsführers Viktor Juschtschenko. Doch das Regierungslager erklärt seinen Kandidaten zum Sieger. Pora ruft zu einer Demonstration in Kiew auf. Das ist der kritische Moment, der letzte Schritt. Wird es den Aktivisten gelingen, das Volk auf die Straße zu holen und die gefälschten Wahlen annullieren zu lassen? Es gilt jetzt oder nie. Ich sah, wie sich schon um 9 Uhr morgens 30.000 bis 50.000 Menschen versammelt hatten. Es war klar, dass sie nicht bis zum Abend durchhalten würden, denn es war kalt und zu diesem Zeitpunkt gab es weder heiße Getränke noch eine andere Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Die Anführer von Pora haben alles vorbereitet, damit sich die Menge nicht wieder auflöst. Hunderte von Zelten werden auf der Hauptstraße von Kiew aufgestellt. An Geld mangelt es nicht, denn die Aktivisten erhalten seit einigen Wochen massive Finanzhilfe von westlichen Stiftungen. Einer ihrer großzügigsten Förderer ist eigens angereist. Als ich hier ankam, waren schon einige meiner Freunde dabei, diese Zeltstadt aufzubauen. Es war irgendwie unwirklich. Man hatte den Eindruck, dass alles von langer Hand geplant war. Sie waren super gut organisiert und gleichzeitig sehr mutig. Wir bauten das erste Zelt auf. Dafür schlugen wir die Nägel direkt in Asphalt. In diesen schönsten und besten aller Asphalte, der immer Kiews ganzer Stolz war. Dann zeigten wir einigen unserer Mitstreiter, wie die Zelte aufgebaut werden. Und die sorgten schließlich dafür, dass bald der erste Block unserer Zeltstadt stand. Wir hatten nicht mit dieser überwältigenden Zahl von Leuten gerechnet. Als wir sahen, dass ganz Kiew uns unterstützt, wussten wir, dass wir das gesamte Land hinter uns haben. Die Mobilmachung ist gelungen. Am nächsten Tag versammeln sich in Kiew 1 Million Menschen. Doch die Regierung weigert sich weiterhin, den Sieg Juschtschenkos anzuerkennen und lässt Sicherheitskräfte aufmarschieren. Auch darauf hat die Methode eine Antwort. Die Aktivisten müssen die Polizei auf ihre Seite holen. Die Menschen erklärten den Sicherheitskräften: Ihr seid nicht unsere Feinde, ihr seid unsere Brüder. Wir lieben euch, wir sind keine Verbrecher. Das berührte die Männer zutiefst. Manche weinten sogar. Sie blieben nur, weil sie den Befehl hatten, ihren Posten nicht zu verlassen. Jetzt ist der Moment, um zum entscheidenden Schlag auszuholen. Die Aktivisten nutzen den Druck der Straße, um die Situation zu kippen und das Regime zu stürzen. Julia Timoschenko, eine glühende Verfechterin unserer Revolution, schlug vor, den neuen Präsidenten in die Verwaltungsgebäude des alten Staatschefs zu bringen. Denn in seinen Büros befanden sich sämtliche Aufzeichnungen, die das Ausmaß des Wahlbetrugs dokumentieren konnten. Juschtschenko! Juschtschenko! Juschtschenko!
Die Polizei lässt eine Delegation der Opposition mit Julia Timoschenko an der Spitze passieren. Die Aktivisten von Pore jedoch müssen draußen bleiben. Ihre Aufgabe scheint erfüllt. Jetzt sind die Politiker am Zug. Nach zweistündigen Verhandlungen verkündet Julia Timoschenko die Nachricht, auf die alle gewartet haben. Das ist der Wendepunkt. Die Regierung hat aufgegeben. Das oberste Gericht erklärt das Wahlergebnis für ungültig und ordnet Neuwahlen an. Die sanfte Revolution hat gesiegt. Serbien, Georgien, Ukraine. Es sieht so einfach aus. Man gründet eine Jugendbewegung, befolgt die einzelnen Schritte des Revolutionsleitfadens und wenige Monate später ist der Sieg errungen. Revolution, ein Kinderspiel. Funktioniert diese Methode immer und überall? Die Orangene Revolution verlief wie im Bilderbuch und überall auf der Welt versuchen Menschen ihrem Beispiel zu folgen. So wie hier in Aserbaidschan, der ehemaligen sowjetischen Kaukasusrepublik. Es ist der 2. November 2005, drei Tage vor den Parlamentswahlen. Der Aliyev-Clan hat hier seit mehr als 30 Jahren das Sagen. Es herrschen quasi feudale Strukturen. Klüngel und Korruption haben die Wirtschaft lahmgelegt. Vor 7 Monaten gründeten Studenten und Jugendliche hier eine revolutionäre Bewegung. Auch sie haben die Farbe Orange gewählt. Sie nennen sich Magam, was so viel heißt wie die Zeit ist gekommen. Auch sie haben sich an die bewährte Methode gehalten und ihr eigenes Werbematerial gefertigt. Dieses Shirt tragen wir bei großen Versammlungen. Es lässt sich einfach überstreifen, sodass unsere Leute es erst in letzter Minute anziehen können. Das ist unser Logo, Magam. Wir haben alles zugeschnitten und unsere Aktivistinnen haben die Teile zusammengenäht. Auch das Logo haben wir selbst aufgemalt. Die Sachen sind sehr praktisch, leicht an und vor allem schnell auszuziehen. Wir haben etwa 70 Stück davon gemacht. Außerdem konnten wir diese Woche etwa 45 Fahnen herstellen. Und alles von Hand. Wie wir das bezahlen? Aus eigenen Mitteln. Wir haben eine illegale Kasse eingerichtet, die wir unsere Gewerkschaft nennen. Etwa 50 Gewerkschaftsmitglieder zahlen jeden Monat $10 ein. Saur zum Beispiel hat gerade sein Handy verkauft. Und wir haben kürzlich unseren neuen Laptop versetzt, den wir auf Raten gekauft hatten. Die Finanzlage von Magam ist desolat. Die Umsetzung der Methode stockt bereits in Phase 2, der Beschaffung von Fördergeldern. Die Bewegung hat sich an einige westliche Stiftungen gewandt, ohne Erfolg. Sie wussten genau, dass wir eine Untergrundorganisation sind. Sie hatten einfach Angst und wiesen uns unter dem Vorwand ab, ihr Budget sei ausgeschöpft. Das war's dann für uns. Gute Frage. Wir standen einer möglichen Revolution ambivalent gegenüber. Einige Leute in Washington zweifelten die Absichten der Opposition an. Eine Entscheidung, die Fragen aufwirft, wenn man bedenkt, wie großzügig der Westen die serbischen oder ukrainischen Aktivisten unterstützt hat. Aber in Aserbaidschan gibt es einen entscheidenden Unterschied. Öl. Viele westliche Konzerne haben dicke Verträge mit Präsident Aliyev unterzeichnet. In Washington, London und Paris schätzt man den Autokraten als Garanten für Stabilität und damit für gute Profite.
In Aserbaidschan haben westliche Stiftungen und einige Regierungen lange nach derselben Devise gehandelt. Stabilität gegen Demokratie. Die politische Stabilität sollte gewährleisten, dass mehrere multinationale Konzerne ihre Erdölinteressen wahren können. Die wollten einfach kein Risiko eingehen. Denn eines ist klar, bei einem Machtwechsel in Aserbaidschan sind sämtliche von der aktuellen Regierung ratifizierten Verträge hinfällig. Doch die jungen Aktivisten geben so schnell nicht auf. Auch ohne Geld halten sie sich weiter an die bewährte Methode und führen Protestaktionen durch. Aber auch das Regime hat dazugelernt und alle unabhängigen Fernsehsender im Land geschlossen. Und ohne freie Medien wird die Sache für die Revolutionäre gefährlich. Ab sofort müssen sie sich auf Blitzaktionen aus dem Untergrund beschränken. Am Vorabend der Wahlen bleibt den Leuten von Magam keine Wahl. In einer Nacht- und Nebelaktion verteilen sie ihre letzten Flugblätter und tauchen anschließend unter. 6. November 2005, der Tag der Parlamentswahlen, vielleicht der Tag der Entscheidung. Seit der Orangenen Revolution kennt auch die Regierung von Aserbaidschan die übliche Methode. Sie weiß, dass viele Revolutionen mit der Aufdeckung massiver Wahlfälschungen beginnen. Ergo tut sie alles dafür, dass die Wahl dieses Mal nach außen hin einwandfrei abläuft. Jeder Wähler wird am Daumen mit unsichtbarer Tinte gekennzeichnet. In jedem Wahllokal hängt eine vollständige Wählerliste aus. Es werden Stichproben an den Wahlurnen durchgeführt und unabhängige Beobachter aus allen Parteien eingeladen. Doch hinter den Kulissen geht der Betrug weiter. Um die Mittagszeit trudeln bei Magam-Aktivisten die ersten alarmierenden Meldungen ein. Es gibt zahlreiche Verstöße, sowohl kleine als auch schwerwiegendere. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber in meinem Sektor gibt es sehr viele Manipulationen. Mit der Karusselltechnik etwa fahren sie immer dieselben Wähler von Wahlbüro zu Wahlbüro. Wieder andere wählen, obwohl sie keinen Ausweis dabei haben. Doch am meisten getrickst wird am Abend bei der Stimmauszählung. Wahlzettel verschwinden einfach und andere kommen hinzu. Die Beobachter lassen die Vorsitzende der Wahlkommission keine Sekunde aus den Augen. Die Spannung steigt. Wenn das hier so abläuft, dann ist das im ganzen Land so. Aber das wird das Volk nicht hinnehmen. Es wird auf die Straße gehen und sich Gehör verschaffen. Bis jetzt haben die Jugendlichen von Magam das Erfolgsrezept umgesetzt. Zwei Tage nach den Wahlen scheint die Revolution auf den Weg gebracht. Um gegen die Wahlfälschungen zu protestieren, ruft die Opposition zu einer Massendemonstration auf. Die Regierung hat alle Zufahrtsstraßen zur Stadt weiträumig absperren lassen. Dennoch haben es 50.000 Menschen von überall im Land hierher geschafft. Noch verläuft alles nach Plan. Nach dieser Demonstration wollen wir unsere Zelte hier aufschlagen. Und wir werden sie erst verlassen, wenn die Regierung sich verabschiedet hat. Doch sie werden scheitern. Die Regierung schlägt zurück. Am nächsten Tag veranstaltet sie auf dem Platz eine Gegendemonstration. Um ihre Reihen aufzufüllen, verpflichtet sie sogar Mitarbeiter staatlicher Unternehmen. An die Spitze stellt sie eine schlechte Kopie von Otpor, Pora und Co., die Jugend von Präsident Aliyev. Ein weiterer kluger Schachzug. Das Regierungslager gibt Wahlfälschungen in geringem Umfang zu und schlägt Verhandlungen vor. Damit hat die Opposition nicht gerechnet. Sie weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll. Nach einigen Tagen Bedenkzeit beschließt sie weiterzumachen. Der Oppositionsführer will nach dem Vorbild der Ukraine eine Zeltstadt errichten.
Doch die Wahlen liegen bereits 3 Wochen zurück. Fast alle ausländischen Journalisten haben das Land verlassen. Nun muss das Regime sein wahres Gesicht nicht mehr länger verbergen. Demonstranten und mehrere einheimische Journalisten werden verletzt, Dutzende verhaftet. Der Aufstand ist niedergeschlagen. Die Revolution wird nicht stattfinden. Aserbaidschan ist nicht die Ukraine. Die Polizei ist dem Regime treu geblieben. Die Begeisterung der jungen Aktivisten hat nicht ausgereicht. Es ist ihnen nicht gelungen, genügend Demonstranten zu mobilisieren, um sich gegen die brutale Unterdrückung zu behaupten. Und die internationale Gemeinschaft hat wenig dafür getan, diesen Ruf nach Demokratie zu unterstützen. Nach Aserbaidschan ist jeder weitere Versuch einer friedlichen Revolution gescheitert. Im Dezember 2005 in Kasachstan und 4 Monate später in Weißrussland. Die Autokraten der ehemaligen Sowjetunion kennen nun die Methode der Revolutionäre und wissen sich zu wehren. Die jüngsten Niederlagen haben gezeigt, dass es ohne unabhängige Medien, ohne eine geeinte politische Opposition und ohne eine Zivilgesellschaft, die für den Umbruch bereit ist, nicht geht. Und dass alles einfacher wird, wenn sich der Westen auf die Seite der Revolutionäre stellt, mit allen Konsequenzen. Doch die jungen Aktivisten lassen sich nicht entmutigen. Sie sind davon überzeugt, dass es allein in ihrer Hand liegt, das Regime zu kippen. In Aserbaidschan bereiten sie sich bereits auf die Präsidentschaftswahlen 2008 vor. Wir verfügen jetzt über die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen, die wir für unseren Kampf in Aserbaidschan brauchen. Alles, was die Regierung jetzt noch tun kann, ist, einen von uns umzubringen. Auch über diese Möglichkeit haben wir schon gesprochen. Sie würden sich damit nur Probleme einhandeln. Aber wenn es denn sein muss, wir müssen ja alle mal sterben. Lieber so, als vor der Regierung kriechen zu müssen, wie unsere Mitbürger. Wir wollen uns einfach unsere Würde bewahren und Spuren in der Geschichte unseres Landes hinterlassen. Wir haben, wie man so schön sagt, nichts mehr zu verlieren. Für uns gibt es kein Zurück mehr. So. Der nächste Film führt uns vom Kaukasus auf die andere Seite des Kaukasus.